Kannst du immer nicht mein Geplatz klauen hier? Ja, komm mit deinem komischen Schläger. Oh, ich war Einschluss. Nein. Ich will nicht. Alter, so eine. Okay, Freunde, jetzt verpackt das Ding jetzt mal weg, Alter. Hey. Also, willkommen zu einer weiteren Folge von der Kurau Show mit dem lieben Kurulian und dem Kurian. Was? Wir haben uns ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, beziehungsweise er wollte das unbedingt spielen. Unbedingt, ich freue mich schon tausende Folgen auf diese Folge. Also, es ist eigentlich mega einfach. Ja. Es geht darum, dass wir beide versuchen werden, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Dafür haben wir, glaube ich, ungefähr, sagen wir 30 Sekunden, pack mein Handy aus. Irgendwo hast du dein Handy, komm, klatsch das Ding, das alte raus. Das haben wir 30 Sekunden Zeit, dass das Besondere dabei ist halt, dass wir uns nicht jetzt irgendwie 10 Minuten lang irgendwas auslenken dürfen oder sowas, sondern wirklich alles spontan abläuft und wir irgendwas hier im Zimmer oder so aussuchen oder einfach Grimassen schneiden und das direkt. Ja. Okay. Willst du anfangen? Boah, ich bin schon richtig gespannt. Okay. Du fängst an, komm. Also, sagen wir, man hat eine Minute Zeit. Eine Minute. Okay. Eine Minute. Muss ich dir die ganze Fresse gucken, oder was? Na klar. Toll. Toll. Okay. Da muss ich ja direkt schon so lachen. Ja, das ist... Okay. Bereit. 3, 2, 1, go. Ah, was haben wir denn wieder Schönes hier? Ja, das ist der gute alte Tennisschläger. Den hat mein Vater mir geerbt, als ich noch klein war. Der hat gesagt, hey, mein Junge, du möchtest der beste Tennisspieler werden, dann empfehle ich dir auf jeden Fall diesen Tennisschläger. Und dieser Tennisschläger hat was ganz Besonderes an sich. Und zwar, er ist nicht nur so Tennisspielen gut, sondern der verzaubert deinen Finger in eine ganz andere Dimension. Also sobald du diesen Tennisschläger berührst, soll es eigentlich anscheinend viel besser gehen, als wenn du es nicht tust. Schau, was das ist. Da! Nein! Ich Lappen! Direkt die erste Runde verkackt. Die erste Runde. Oh nein! Oh Mann, ich dachte, das war richtig schlecht. Ja, okay. Wir fangen erstmal richtig schlecht an, okay? Komm, gib her. Jetzt bist du dran. Zeig mir, was du kleiner Pisser. Ja, ich kann das nicht. Ich wollte das Spiel auch gar nicht spielen. Doch. Du bist bereit. Ja, okay. Oh nein, das Gesicht fuckt mich wirklich an. Das Gesicht einfach. Weißt du? Aber dieses komische Grinsen. Dieses Giz-Face einfach. Dieses unschuldige Giz-Face. Und go. Okay. Guten Abend, mein Sohn, Amir! Was mit dich an? Ich darf dich auch was denn. Du darfst nicht reden! Bitte, Amir! Mach nicht so Scheiße! Ich war einmal mit diesem Junge. Ich war im Einkaufszentrum. Da war eine junge Mädchen. Er hat direkt unter Rock geguckt. Er hat die richtig schön angeguckt. Auf die großen Bälle. Große Bälle. Ich hab gesagt, du bist nicht meine Tochter. Bist. Ja, da war das Grinsen schon da. Ey, aber wirklich diese Haare, ey, der so krumm von dir. Komm, ich mach ein bisschen Gel rein. Okay, komm, ein bisschen. Komm, und? Gefällt's dir? Nicht? Okay. Ich bring irgendeinen Witz. Ein Witz mit mir ein. Okay. Was hab ich nicht? Ich hab keine Story mehr in das Spiel. Scheiße, Freunde, mir fällt nichts mehr ein. Ich geh freiwillig auf. Ey, Bruder, du bist der Schlimmste! Ja, ich kann das nicht! Sprühte mir Zeckenspray in die Haare, Alter! Wie soll ich mal lachen oder was? Okay, pass auf. Jetzt zeig ich dir auf. Okay, warte. Ich muss mir gerade ein bisschen Hilfe holen, muss ich echt sagen. Nein, komm auch schnell. Auf jeden Fall, warte ganz kurz. Ich hab schon mal, das ist das Ding, du musst spontan sein. Ja. Ganz spontan, das ist die Regel, Bro. Ja, doch, ich bin ganz spontan und google was. Okay, du darfst. Okay, also. Du musst da erst weggucken, ich bin gleich wieder. Okay. Also. Hi. Ich hab eine Bitte an dich. Okay? Gib mir nur einmal ganz kurz einen Kopf. Nur ganz kurz, du musst ganz kurz gehen. Ganz kurz, doch, komm her. Komm her, ganz kurz. Das sind die Pizzareste. Wie lange habe ich noch? Schmeckt's noch? Wie lange habe ich noch? Noch, ich habe es noch nicht geschafft, aber noch ungefähr 20 Sekunden. Okay. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Na, Baby, was läuft das hier? Nicht anfassen. Na, Baby, darf ich dich anfassen? Komm, einmal kurz betatschen. Einmal kurz betatschen! Mann, das Spiel geht nicht, wie so ein Spasti-Basti. Nichts kannst du, nichts! Kennst du, wenn nicht mal er schafft, mich zum Lachen zu bringen? Jo, wir sind das so unlustige Spastis, ey, ohne Spaß, ey.
Aber ich dachte die ganze Zeit, wir sind so richtig lustig. Ich dachte eigentlich, wir können auch, wir sind schneller zum Lachen zu bringen, aber wir sind überhaupt nicht zum Lachen zu bringen. Komm, jetzt mach deine Runde einfach. Okay, okay, komm. Ich fahre. Ja. Warte, nee, ich brauche mein Handy. Ich stopp selber, okay? Ja, okay. Oh, du musst doch einen Witz erzählen. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Oh, das ist jetzt traurig, nein. Ja, okay, 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 komm, okay. Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot. Darauf der Bäcker, Sachen gibt's. Hä, ich hab's nicht mal gecheckt. Okay, okay, ich mach weiter. Mama, wo kommen eigentlich die Tampons rein? Da, wo die Babys herkommen. In den Storch? Hä? Was ist so schlechte Witze? Okay, Rotkäppchen geht alleine durch den dunklen Wald. Auf einmal hört sie hinter einem dichten Busch ein Rascheln. Sie schiebt die Äste und Sträucher beiseite und plötzlich sitzt vor ihr der böse Wolf. Oh, böser Wolf, warum hast du so große rote Augen? Hopp, ich bin gerade am Kacken. Ja! Hä? Was zum Teufel? Ich verstehe nicht mal. Okay, ein Mann und eine Frau sitzen zusammen im Restaurant. Plötzlich bekleckert sich die Frau und sagt, jetzt sehe ich ja aus wie ein Schwein. Daraufhin der Mann und bekleckert bist du auch noch. Okay, diese Witze sind wirklich so... Sexistischer Witz. Toll. Mach die Stoppuhr an, ich bin dran. Ja, okay. Ey, ist wirklich das schlimmste Spiel der Welt. Okay. Okay. Also bereit? Go. Okay. Dafür muss ich mir kurz eine Hand geben. Ich will dich aber nicht berühren. Nein, komm, geht's her. Also, Freunde. Dieser kleine Zeppelin, er heißt Manfred. Und wenn es dunkel ist, dann ist er am liebsten Fußbälle. Dieser kleine Zeppelin, er heißt Jürgen. Jürgen mag Fußbälle. Dieser kleine Zeppelin heißt Raj. Raj ist ein Inder und er mag Curry. Dieser kleine Zeppelin heißt Hans. Und Hans ist der größte Fan von Brezeln. Und dieser kleine Zeppelin... Oh! Was mach ich mit meinem Leben? Ich schwöre, was mach ich mit meinem... Fuck my life, Alter, komm! Nein, das komm ich nicht! Hat das gelacht? Das gelacht, hast gehört? Die Zeit war schon rum. Nein, war sie nicht. Na. Jawohl! Hey. Der größte Scheiß, hey. Aber nur weil ich schon dachte, das Spiel ist schon längst vorbei. Nein, das war alles noch. Hey, du hast das komische Ding schon fertig gemacht. Hä, nö, ich war machen. Das war eine Täuschung, auf falscher Tatsache. Auf gar keinen Fall. 1-0. Ein Scheiß-Täter. Ein Scheiß-Täter. Du bist, komm jetzt, hau auf. Ein Scheiß-Täter. Wen liest du mal Witze vor, Bro? Doch, ich mach die nächste Runde. Zeig mal auf dein Gesicht. Ich mach die nächste Runde einfach. Komm. Ach mein, Leute. 1-0, nicht vergessen. Okay. Ich will nur einmal lachen. Wisst ihr, ich hab ein trauriges Leben in letzter Zeit. Ich will nur einmal lachen. Guck mal, Google, guck mal, wie traurig muss das sein, dass man nach Google muss. Ich glaube sogar eine Vicky Hauser, die bei mir jemanden zum Lachen bringt. Nee, oder? Doch. Mit ja. Worten erzähl einen Witz. Toll! Da habe ich gar nicht drauf gekommen. Mache Wortwitze. Ah, Wortspiel. Okay. Das ist echt. Sei originell oder sarkastisch? Komm jetzt. Okay. Ich kann auch nichts. Ja. Okay. Ich muss die Stoppuhr anmachen. Darf ich wenigstens noch die Stoppuhr anmachen? Ja, die gebe ich dir noch. Okay, wenigstens das darf ich noch machen. Boah, diese Fresse, ich sterbe jetzt schon. Hallo meine lieben Freunde und willkommen! Oh Leute, das ist toll! Hast du wieder was du vermisst? Oh, wieso musste ich gerade lachen, Junge? Das ist der Grund. Wir haben Kram am Start. Okay, komm. Okay, 1-1, toll. Guck weg. Willst du mich jetzt wieder in die Irre führen? Guck weg. Ja. In die Richtung. In die Richtung. Toll. So. Ich will nicht. Mon Plaire, Freunde, wir haben hier eine Klebeband. Vielleicht sieht man das, vielleicht nicht. Das ist. Fass mich nicht an. Nein, bei dir nicht. Ich habe eine sehr bewachsene Bauch mit ganz vielen Haare. Das soll anscheinend gut gegen Herzprobleme sein. Wenn man sich. Wie witzig. Seht ihr das? Bro, das es tut buchstäblich jetzt schon weh. Okay. Jetzt pass auf. Ja. Nein, was mach ich denn eigentlich? So. Okay. Und die Indianer haben einen Spruch immer, bevor sie das machen. Ich frage mich echt, ob irgendwer lacht. Also ich bin guck mal, ist alles voller Haare. Ich bin kahl rasiert, guck mal, was die aussehen. Ist alles noch da, toll. Dafür ist mein Tesafilm zerstört oder was?
Toll. 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 Ein Job. Hi, ich bin die Beate. Man kann bestimmen. Und ich wollte dich fragen, ob ich heute mit dir ins Kino gehen darf. Ich habe auch wirklich zwei große Möpse. Sex und wenn du willst, dann kannst du auch zu mir nach Hause. Ich tue dir auch was Gutes. Guck mich ich an. Kann dich massieren. Oh, ich kann dich schön kraulen, wenn du willst. Und dann komme ich zu dir. Und dann, hey, warum bist du so zu mir? Warum? Ich bin auch die Beate. Ich will ihn gerne mal richtig schön in der Hand haben. Aber ganz lange. Weil ich glaube, er ist ziemlich klein, ehrlich gesagt. So richtig winzig. Warum lachst du denn nicht? Weil das die Wahrheit ist. Kuro, die Wahrheit ist nicht witzig, ich weiß, aber trotzdem. Das ist voll fies. Okay, dann hol mir wenigstens einmal auf mein Hinterteil. Du kleiner Analritter, du. Du stehst doch drauf, wenn ich dir wieder anmache. Der war das, der war das. Nein, Junge, was denn? Hä? Hä? Da kann ich Schnauze. Na, gar kein Fall. Wiederholung zeigt. Also ja, nichts. Okay. Ach, da war's. Okay, bist du bereit? Komm. Ja. Okay, okay. Ich brauche dafür wirklich nur 5 Sekunden. Okay. Okay, dreh dich um. Dreh dich um. Willst du deine Hose runterziehen? Nein! Da muss ich lachen. Da muss ich lachen. Dreh dich um. Und wenn ich so mache, drehst du dich zurück, okay? Mhm. Guck jetzt nach da. Mhm. Hallo. Hallo. Guten Abend. Haben Sie bestellt unser Essen? Wir haben ein Angebot und dann ganz billig. Guten Abend. Hast du die Zeit gestellt wenigstens? Okay. Hi, Bro. Das Traurigste, wenn du mal Fresse am meisten. Einfach dieses Gesicht von Boba Senpai, weißt du? Stell dir vor so. Okay, es war jetzt wirklich länger als eine Minute. Oh nein! Toll! Was kannst du euch machen? Aber was kurz davor, oder? Also bei deiner normalen Fresse auf jeden Fall. Zweimal ein kleiner Daumen. Er war so schön für meinen Gaumen. Und der kleine Fußzeh von Kuro. Er roch nach Schweiß. Leider war es die Wahrheit. Die Welt ist grau und nicht schwarz-weiß. Oh! Ich soll keinen Song machen, sondern ich soll irgendwie zum Lachen bringen. Fuck! Leute, ich wenigstens Gitarre spielen könnte. Komm, ich mach die richtig kaputt. Komm, komm, ich hau hier. Darf ich kaputt hauen? Komm. Wow, ey, Bro! Der Pizzaservice war bei uns. Hab mir eine leckere Pizza geholt. Cool. Lass mal reinschauen, was da so Leckeres drin ist. Aber hey. Das ist meine Pizza, aber ich darf zuerst natürlich reinschauen. Geh in deine Ecke, lass dich reingucken, was da drin ist. Weil das ist meine ganz besondere Ex-Pizza. Setz dich einfach in die Ecke. Los. Okay, also. Boah, ich hoffe, die haben die gute Salami wieder reingepackt und nicht so komische Pizza. Oh, Gott sei Dank. Ja, das ist die Salami, die ich mag. Das ist ja perfekt. Ah, ja, das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz schön lecker. So, ist auch bitte die Beilage dabei, die ich bestellt habe. Oh Gott, bitte. Ah! Ja, das ist ja schön. Die Beilage haben die auch dazu gelegt. Ah! Oh. Ja, so schmeckt mir die Pizza am liebsten. Wieso hast du sowas zu Hause? Was? Ist es das, was ich denke? Ja, das ist dafür ein Dreh. Das war so. Ja, für einen Dreh war das. Ohne Spaß, ich bin für einen Dreh. Ach, da hast du gedacht? Warum ich mit den komischsten Grimassen nicht geschafft habe, zum Lachen zu bringen, aber mit seinem ganz normalen Gesicht einfach. Dann ist der traurigste Moment des Abends heute. Nächstes Mal, ich glaube, vielleicht sollen wir das einfach spielen, so. Mit Vorbereitung. Ja, aber irgendwie unvorbereitet, echt ein bisschen komisch. Ja. Wir dachten, es wäre so cool und vorbereitet, aber keine Ahnung. Ich glaube, weil wir haben ich bin was. Ja, bei sowas bin ich jetzt noch nicht so kreativ. Du warst übrigens kreativ, wenn auch nicht erfolgreich, aber zumindest kreativ. Also du kriegst den Stempel von der Lehrerin, so er war bemüht. Ja, das habe ich immer bekommen. Ja, immer so, er war nichts. Der liebe Kuroburo war immer bemüht, aber trotzdem nur 6. Vielleicht sind wir trotzdem mal 6. Was soll man denn machen? Was soll man tun bei dir? Na, eine Sache, die wir heute tun können, ist das schöne Ending zu sehen. Okay. Geht's dir mal nicht gut, Bro? Da-da-da-dan, schau doch einfach. Mein Herz.
Mein Herz. Ich will bitte gehen, darf ich bitte gehen? Dankeschön.